Sattler, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge The Infected in Staffel 3, Update 7. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, kurios ist es passiert nach der letzten Folge. Ja, ich hatte die Aufnahme beendet. Dann kam natürlich noch ein Wambi hin. Er ist irgendwie dermaßen hier rumgebackt. Guck dir das mal an hier. Ja, das Bett ist kaputt. Der Boden ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Er ist kreuz und quer durch die Gegend gebackt. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Ich bin nur 2 Schritte gegangen, stand wieder, konnte nichts machen. 2 Schritte gegangen, stand wieder, konnte nichts machen. Ja? Also lustige Sachen. Er hat mich einmal gekillt, da bin ich wieder hier gespawnt. Stand auf dem Bett, konnte mich nicht mehr bewegen. Hat er mich nochmal gekillt. Deswegen haben wir auch nur noch 85 Leben. Ja? Und dann bin ich wieder hier hinten irgendwo da am Obbes der Welt gespawnt und durfte nochmal komplett hier hinlatschen. Ja? Da war der immer noch hier und überall auf den Sachen am rumkloppen. Und da konnte ich ihn dann endlich killen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das am fliegenden Haus liegt oder ob da irgendwas total schief gelaufen ist. Wer weiß, wir werden sehen. Auf jeden Fall sieht man Tag 9, 4.03 Uhr mittags. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Pfeile wir haben. So mit I, ne? Wir haben 7 Pfeile. Die sind natürlich auch irgendwo in die Luft geflogen, ne? 14 Knochensplitter, das heißt, wir können jetzt gerade nochmal auf Vogeljagd gehen und uns noch ein paar Pfeile machen, denn ich möchte wissen, oder ich weiß nicht genau, ob die jetzt kommen oder dann am nächsten Tag. Das müssen wir schauen. Vogel bleibt stehen. Voll daneben. Kannst knicken. Wo hängt er hier irgendwo? Da. Danke. So, wir brauchen halt die Federn, ne? Das ist das Problem. Hängt der da hinten rum? Den wirst du nicht treffen. Der wird in die Melone gehen. Ah, Durst. Aber die Melone kannst du mir mal geben für den Durst. Danke. Die können wir direkt ernten, essen. Alles auf einmal hier. Her damit, her damit. Oh, guck mal, die können wir auch essen. So. Ich bin mal gespannt, was das mit dem, mit der Wambi-Nacht gibt, mit der ersten. Ich habe ja schon von euch gelesen in den Kommentaren bei einigen, dass die wohl total verholt sind, die Wambis. Ich guck, der marschiert einfach da hoch. Der geht einfach hier rein. Geht's noch? Ey, du Pfeife. Komm raus da. Guck, der marschiert einfach da rein. Ausokkupiert hier, oder was? Das soll nämlich auch das Problem sein, ja? Also die interessieren sich überhaupt nicht mehr für dich. Die wollen nur noch ans Haus. Ja? Danke. Erst mein, Pfeil hätte ich gerne wieder. So. Also, du bist egal, ne? Wir kloppen nur auf dem Haus rum. Was natürlich sehr, sehr schön ist. Eieieiei. Gut, da müssen wir uns was ausdenken. Auf jeden Fall. Jetzt ist hier natürlich nicht ein Vogel, ne? Wir wollten Federn. Es ist nicht ein Vogel hier. Ich will mich echt veräppeln. Haben wir denn noch Wasser hier hinten drin? Weißt du, was wir jetzt machen, damit wir nicht total useless in der Gegend rumstehen? Da ist noch Wasser drin. Wir gehen jetzt mal hier hinten hin. Wir wissen ja genau, dass da Aluminium ist. Und dann holen wir uns da ein bisschen Aluminium für eine große Flasche. Und dann können wir nebenher halt hier Vögel jagen, wenn sie irgendwo in der Gegend rumstehen. Nehmen wir die Federn einfach so mit. So. Dann haben wir nämlich wenigstens schon mal eine große Flasche. Ich meine, wir brauchen 2 dafür. Wir machen aber lieber 3, 4. Machen wir alle 5, die da sind. Dann haben wir schon mal ein bisschen Aluminium auf Seite gelegt. Ne? Kennt ihr mal, ja? Der Kollege mit seiner Raucherlunge hier. Uiuiui. So. Guck, da ist schon einer. Der müsste eigentlich Aluminium drin haben. Schauen wir mal. Ach, schön, wenn die so schnell zusammenfallen. Jawohl, Aluminium. Da hinten noch. So kann das bleiben. Ja, Mann, die halten echt lange hier, muss ich sagen. Das gefällt mir. 2. Schaffen wir das überhaupt vom Gewicht her? Sollten wir. Hier nicht. So, 3. Brauche ich mir echt wieder eine fliegende Basis. Aber wenn das selbst das die nicht interessiert, ja, dann haben wir echt ein Problem. So. Das ist Nummer 4. Na gut. Auf der einen Seite Herausforderung, ne? Man muss wieder gucken, neue Ideen entwickeln, wie man sie besiegt. Auf der anderen Seite ein bisschen bescheuert, wenn die dich dann einfach irgendwo in der Gegend stehen lassen. Weißt du? Und einfach nur auf dem Haus rumbollern. Ob das so ist, werden wir ja dann gleich sehen. Müssen wir mal schauen. So, Wambi-Nacht, Tag 10. Ich bin gespannt. Natürlich auch hier wieder keinerlei Vögel, nichts, ne?
Im September, bald wird's kalt. Wir müssten unsere Bude mal zumachen. Das muss auch noch ganz dringend kommen. Nicht, dass wir hier erfrieren, ne? Das wollen wir ja nicht. Was ist da vorne? Ein Fuchs. Toll. Ich muss das unbedingt wechseln hier. Ich komme total durcheinander, weil wir hatten wirklich immer den Bogen auf der 4. So, kann ich das so wechseln? Nein. Verdammt. Jip. Noch irgendwo ein Wambi? Ich sehe keinen. Danke. Sitzen bestimmt wieder im Haus, trinken Kaffee oder so. Die Schweinis. Vögel, wo seid ihr? Vögel, wo seid ihr? Wir brauchen euch. Wir brauchen eure Federn. Es nützt nichts. Musst immer gucken, ob da irgendwer drin ist. Wir sollten die Türen zumachen hier. Definitiv. So, die können wir auch essen. Wollen wir jetzt aber nicht. Das sieht mehr als Kacke aus. Es sieht mehr als Kacke aus. Was wir wollten, ist folgendes. Und zwar hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Aluminium rein und 1, 2, 3, 4, 5 Steine rein. Da ist noch was drin. Nein, da auch nicht. Okay. Dann lassen wir es einfach brennen. Haben wir schon mal einen. So, jetzt brauchen wir natürlich nur ein bisschen Feuerholz. Das haben wir natürlich nicht hier. Die können schon mal weg. Die können wir klein machen. So, die ganzen Samen können hier rein. Jetzt noch was anzupflanzen ist, glaube ich, sinnlos. Mal zu. Immer zumachen hier. Ich glaube, wir brauchen hier doch noch eine Stahltür oder so. Mit 1000 Punkten. Ist ja sowas von. Ich weiß nicht. So, Holz. Wir brauchen Holz hier. Brennholz, Brennholz. Für unsere schöne neue Schmiede. Ah, das wird schön. Das wird schön. Und wenn hier mal Vögel auftauchen, weißt du Bescheid. So. Eins, zwei, drei und vier. Mach mal an. Jawohl. Da könnt ihr brutzeln. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall schon mal das Dach drauf machen. So, so, so und so. Da hinten müssen noch die Wände hin. Die können wir ja später wieder wegmachen, die Wände. Das ist ja kein Problem. Aber das Ding muss jetzt erstmal zugemacht werden. Weil es halt, wie gesagt, bald Winter wird und wir dann ein klitzekleines Problem haben, wenn wir hier erfrieren, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Das muss alles noch zugemacht werden hier. Das können wir teilweise zusammen machen, teilweise dann mache ich das zwischen den Folgen. So, immer wenn ich Zeit habe. Ist echt verhext, ne? Ich sag, wir brauchen Vögel oder wir gehen Vögel jagen. Nichts mehr da. Alles fliegt da oben rum. Keiner kommt mehr runter. Da hinten fliegen sie alle rum. Sollen wir mal gucken gehen? Können uns eigentlich auch noch einen Fisch holen. Oder zwei. Danke. 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 Oh, das sind schon sechs. Ist er. So. Haben wir jetzt schon irgendwo Eisen? Ich hoffe doch. Wir können gleich eins machen. Dann können wir nämlich uns ein Drying Rack, das stellen wir irgendwo hier mitten in die Pampa, wo es trocknen kann, dass die das in Ruhe lassen, ja? Da sollten die ja eigentlich nichts dran unternehmen. Sehr gut. Eine neue Wassermelone. Eieieiei. Nee, das ist hier, ne? Weil hier alles voll ist. So, ess das mal. Wie gesagt, Proteine brauchen wir. Das hier fertig. Fertig. Eins, zwei. Mal gucken, können wir die hier herstellen? Ja. Ein Thunfisch und ein Aluminiumbarren ergeben eine Flasche. Oh nein. Aus hier. Dann lass doch mal gucken gerade. Dann muss ich doch noch nachgucken. Glaubst du, ich kann mir das merken? Das ist schlimm. So, wo ist sie? Wahrscheinlich hat die jetzt wieder ein neues Rezept, ne? Drei brauchst du. Okay. Nicht zwei, sondern drei. Da war das bestimmt der Topf oder so. Die das brauchen. So, sehr gut. Aber die nehme ich. Die wollte ich unbedingt. So und so. To Death Note. Ah, die können da rumwuseln. Wie viel haben wir? Viere und den Fisch. Okay.
Ja, komm her. Siehst du, ich drück schon wieder 4. Wenigstens sind sie immer noch mit einem Pfeil tot. Das ist ja schon mal was, ne? So, die Fische sind hier drin. 2 Stunden halten die. Die sind fürs Drying Rack. Das ist da. Eieieiei. Gib mir den mal. Nein, dann können wir die nämlich hier reinpacken. Haben wir hier 4. 2 davon. Super. Heißt, jetzt könnten wir 9 Steine nehmen. Rein da. Im Schleichmodus. Vögel sind ja wie gesagt immer noch keine da. Super. Aber ich denke mal, in der ersten Wambi-Nacht sollten auch nicht so viele kommen. Sollte eigentlich ohne Probleme reichen. Wir müssen hier unbedingt noch eine 2. Kiste drauf machen, beziehungsweise die Kiste von hinten rüberholen. So, hier müssen die wieder rein. Hier unten können wir uns die halbe Melone holen, die irgendwo auf dem Boden liegt. Frage ist wo, ob man die sieht. Sie hier runtergekullert? Anscheinend nicht. Da bin ich auch mal gespannt, ob das so hält im Winter oder ob es kaputt geht. Ah, Vogel. Ein Vogel. Ganz ruhig sein. Ah, würdest du mal stehen bleiben? Jawohl. Super. So habe ich mir das gewünscht. Weg mit der Krähe. 2, 4, 5 Stück wieder. Schnauze scharf. Und ein Schwein. Nice. Das Schaf könnte ja auch mal Wolle geben, ne? Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein, Schafi, lass das. Verdammt. Da ist noch einer. Genau in der Sekunde läuft er weg, weißt du? Du kleine Kröte. Du kleine Kröte, wo bist du hin? Weggeflogen, ne? Der andere da. Das ist nur der Stein, sage ich schon. Upp, jawohl. So, das sollte jetzt erstmal reichen für den Anfang. Die wird nicht weggelaufen, vergiss es. Nochmal 6, das heißt, es sind wieder 11 Pfeile. Jetzt können wir mal hingehen und uns gut Wasser machen, weil wir haben ja unsere neue Wasserflasche. Sehr gut. So. Wunderbärchen. Das hier rein. Jetzt ist das natürlich sauber, ne? Dann machen wir die mal hier sauber. So. Und das hier rein. Geht nicht. Du mal leeren. Du mal trinken. Du mal voll machen. Dann haben wir hier natürlich auch wieder kein Brennmaterial. Ach ja, ist das schön. Haben wir denn Stumpf hier? Stumpfi, komm her. Dann müssen wir uns die Pfeile machen. Alles auf einmal wieder hier. Alles auf einmal. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Türe irgendwie auf der verkehrten Seite, habe ich das Gefühl. Könnte eventuell sein. So, und wenn die Wambi-Nacht dann vorbei ist, dann müssen wir in einer der nächsten Folgen auch auf jeden Fall losziehen in die 2. Stadt, damit wir bald den Ofen kriegen. Denn es nervt. Es nervt. So, jetzt können wir hier das Fleisch dran packen. Einmal, zweimal. Das sollte für den Anfang reichen erstmal. Da warten wir kurz. Wir können gucken. Das platzierbares Essen, das Trocknungsgestell braucht. 2 Seile, einen Eisenbarren. Die haben wir aber ohne Probleme. So, wenn wir das einfach so hier hinstellen. Bitteschön. Ich hoffe, die Wambis lassen es in Ruhe. Mehr wie kaputt hauen können sie es ja nicht. So, da ist einer. Den hier können wir gerade kaputt machen. Für Stöcke. Ist der auch mal weg. Ah, oh, das ist so geil. Das ist so geil. Mit der Eisenaxt. Okay. Blumi-Stöcke. So, pack schon mal rein. 8 Stück haben wir. Sehr gut. Das Fleisch müsste fertig sein. Ach ja. So. Essen. Ne, da drüben. Essen. Sehr gut. Fertig, Wasser fertig, schmutziges Wasser 0. Ah. So. Solltest du vielleicht auch voll machen, mein Freund. Kannst du da brutzeln? Das wird fertig. Wir haben Wasser, das kann da ruhig rumbrutzeln. Ist egal. Können wir uns später holen. Wir verdursten nicht. Bis dahin. So, hier müssen noch 2 Seile rein und das eine Eisenbärrelchen hier.
Mach mal zu, dass hier keiner reinkommt. Gott, wir brauchen so viel Holz. Wir brauchen so viel Holz. So, 5 Stück hier rein. 5 Stück hier rein. Sehr gut. Wir machen jetzt erstmal eine zweite Kiste. Wir haben keinen Platz mehr hier. Lager, Kiste, Drufter. So. Sehr gut. Da passt nichts rein. Kriegen wir hier noch irgendwas rein? Haben wir noch? Haben wir noch. Aber wir haben keinen Platz mehr im Inventar, ne? That's the problem. Dann schmeiß den mal raus. Der kann da rüber. Der muss hier hoch. So. Danke. 5 Stück. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Hier. So, 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Hier, die kommen diese Nacht und nicht nächste Nacht. Das wäre... Uiuiui. Das wäre richtig kacke. Nein. Hier kommt das Zeug jetzt rein. So, so, so. Wir haben 17 Knochen. Wir haben 11 Federn. Das heißt, wir brauchen, auf jeden Fall halbieren. Nee, gib mal her. Einen weg, einen weg. So, wir brauchen 11 Seile. Die Federn haben wir. 11 Knochen, das heißt, wir brauchen jetzt noch 11 Stöcke. Wo kriegen wir die her? Okay. So, sammeln wir mal. 1, 2 und 3. Hallo, Wambi, bist mit dabei. Ja, komm her. So. Ah, das geht deutlich besser mit dem Bogen. Deutlich besser. Alles einsammeln. Oh, Licht brauchen wir auch mal bald, ne? Gibt's immer noch den Bug? 15, genau 11 Stück. Haha. Gibt's immer noch den Bug, dass man mit dem komischen Käppi Licht hat? Könnten ja mal gucken, was wir brauchen für Schutz und Kleidung. Für den Helm. 3 Tuch, 6 Kevlar, 1 Kupferbarren. Okay, was haben wir hier? Nichts dergleichen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hashtag Nord. Halbieren. Da haben wir die 5. So, das heißt hier mal 5. Da mal 5. Halbieren. Hier 5. Halbieren. Halbieren. Ein Abteilen. Dran. So, nochmal 5 Stück. Oh, gib her. Danke. Sehr gut. Dieser eine blöde Sand, ne? Der liegt wieder im Weg hier. So. Nochmal 5. Nochmal 5. 3, 4, 5. Rein hier. Einteilen. Hier 5. Und danke. Verstehe ich nicht, warum man das dann nicht direkt hier reinpackt, ne? Das ist echt ein bisschen Banane. Aber okay. 1, 1, 1. Und 1. Herstellen. Bitteschön. So. Sehr gut. Haben wir das. Jetzt haben wir auf jeden Fall, was haben wir? 18 Pfeile. Ja, wenn sie kommen, kommen sie. Können wir es eh nicht ändern. Gucken wir mal, ob die jetzt kommen. 3 von 3 Wambis übrig. Okay, dann machen wir die Tür auf. Ich glaube, 3 Stück schaffen wir. Wenn die hier ankommen. Ich hoffe es zumindest. Also wie gesagt, und mit jeder Wambi-Horde kommt halt immer einer mehr, ne? Das heißt, bei der nächsten müssten jetzt 4 kommen, dann 5, 6 und so weiter und so fort. Natürlich die, die jetzt immer so nebenher hier rumlaufen, nicht mit eingerechnet. Ah, das ist so dunkel hier, du siehst nix. Du siehst nix. So, wo bleibt ihr? Ihr dürft auch die Treppe hoch, Leute. Ihr dürft die Treppe hoch. Ich warte auf euch. Mal gucken. 3 Stück kriegst du ja noch so. Fertig, ohne Probleme. Weißt du, erst brechen sie in ein Haus ein, ja. Da hinten kommen sie. Ich glaube, der haut unter Wasser, darum kann er sein. Wir gucken mal. Guck, die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Die gehen einfach ins Wasser und hauen auf dem Zeug hier rum. Machen die hier irgendwas kaputt? Da ist was kaputt. Aber nicht das hier. Ihr Schweine, lasst das ganz.
Okay. Ja. Was soll man dazu sagen? Also, okay, auch wenn es schöner aussieht, nicht so schön aussieht, wir brauchen wohl definitiv Beton. Und mal ganz ehrlich, ihr habt's gesehen, ne? Die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Du musst wirklich in denen drinstehen, damit die sich für dich interessieren. Die kloppen einfach nur auf dem Zeug hier rum. Kloppen einfach nur auf den Sachen hier rum. Das ist doch Banane, tut mir leid. Noch ein Pfeil, danke. Sonst noch irgendwo einer. Da hinten haben sie alles kaputt gemacht, ne? Da kommen sie nicht dran. Das heißt, sie kloppen hier rum. Also das hier muss auf jeden Fall... Ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Das ist mir egal. So. Ja, gehen wir erstmal schlafen. Wir brauchen Verband. Bambi-Horde vorbei. Was ist das denn bitte für eine Kacke? Also ganz ehrlich, da muss aber noch ein bisschen nachjustiert werden. Das ist ja bekloppter als vorher. Oder? Kuriose Wambi-Action. Mein Gott sei Dank waren es nur 3. Ja. Aber wenn du nachher irgendwie 10 oder 20 Stück hier hast, dann, ja, wird's lustig. So, jetzt dürfen wir erstmal wieder hier hin. Ne? Wir brauchen ein Fundament. Wir brauchen Wände, die wir gerade nicht haben. Dazu müssen wir erstmal das Fundament bauen. Ach, macht das Spaß. Hölzer, 1, 2, 3, 4, 5. Rein da. Haben wir ja Gott sei Dank ein paar. Oh, sind sogar 6, alles klar. Dann, hier, da ist er noch. Nehmen wir die 3 schon mal. Was ein Kappes. Was ein Kappes, Leute. Also tut mir leid. Das ist ja wirklich absoluter Humbug. Weißt du, wenn sie sich wenigstens für dich interessieren würden, aber nö. Die klöppeln da fröhlich munter vor sich hin. Auf dem Holz. Okay. Gott sei Dank kriegst du es schnell ersetzt. Was soll's. So. Sehr gut. App, alles rein hier. Das steht wieder. Wand da hinten dran. So, hier war auch eine Wand. Ja. Ich brauchen wir jetzt auch ganz dringend hier. Nein. Dann hinten rein. So. Wunderbärchen. Müssen wir mal wieder ein bisschen Holz holen hier. So. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Uiuiui, wir müssen trinken. Hier, das kannst du trinken. Essen brauchen wir auch. Ach, Wolfi. Komm mal her. So. Danke. Können wir weitermachen. Da müssen wir uns was einfallen lassen, auf jeden Fall. Also so ein Humbug habe ich schon lange mehr gesehen. Ist der, um den es geht, stimmt. Kannst spazieren gehen, die kloppen einfach alles zu Klump hier. Du bist egal, die Basis ist wichtig, die wollen wir zerlegen. Wir haben gerade unsere Biber-Days hier, wir wollen Holz. So sieht das aus. So, Axt her, einen kleinen, das sollte reichen. Da humpelt der Vogel auf einem Bein durch die Gegend. Was ist denn mit ihm? Voll die Karre. Super, ey. Super. Tun wir das wenigstens schon mal reparieren. So. 3 Stück hinten rum hier. Das wieder da. Ich glaube, einen brauchen wir noch, ne? Yep, der ist da. Die 3 müssen dann natürlich gleich weg, ne? Die sind jetzt gerade leer, die stellen wir jetzt mal weg. Stellen die mal ein bisschen weiter hier hinten hin. So. Und nicht die Map, sondern hier. So. Ist ja egal, weil... Oh, die sind nicht leer. Kann ich nicht nehmen. Verdammt. Gut, dann... Daran. Was fehlt denn hier wieder? Ach, wieder Leder. Kein Mensch weiß, was du damit sollst. Üts. Einer. Ja, kann hier brennen. Rein da. Bitteschön. So. 3 Eisenbarren. Sieht gut aus.
bum, 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 bum. Eins, zwei, rein da, rein da. Jetzt können wir nämlich die beiden Bretter hier nehmen. Oder drei. Und den auch hier rüberstellen. So, dann haben wir hier vorne Platz. Sehr gut. Ja, mehr selber. Die beiden nehmen wir auch mit. Packen das mal alles hier rein. Wo können wir es hinmachen? Machen wir es mal hier hin. So. Hier kommen sie Gott sei Dank nicht dran. Nur wenn sie reinkommen, ne? Dann können sie maximal hier vorne das kaputt hauen. Dann mache ich hier echt... Keine Ahnung. Das Ganze schwebt ja noch. Dann hauen wir hier einfach zwei Stege weg. Ist mir vollkommen egal. Die haue ich weg, sodass sie nicht hier drüber kommen. Und dann schwebt das ganze Ding in der Wambi-Nacht. Wenn wir nicht unsere neue haben hier. Natürlich, guck mal hier. Fliegt einfach durch seinen Kopf. Hast du gesehen? Jetzt bin ich gestunt. Ich kann nichts machen. Fliegt wieder durch den Kopf und ich bin tot. Das ist so behämmert. Echt? Was soll das? Also. Wow, zwei Federn. Dafür haben wir irgendwie 7 Pfeile verloren. Es ist... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Du hast es ja jetzt selber gesehen. Erst bei, bei der Wambi-Nacht. Jetzt bei dem Kollegen wieder. Was ist da los? Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Also. Vote for alte Wambi-KI, auch wenn sie selten dämlich waren. Das, was hier im Moment ist, geht bei gar nicht, würde ich behaupten. Aber okay. Wenn es dir gefallen hat, trotz der ganzen Eskapaden gerade, lass gern einen Daumen hoch da. Ansonsten wie immer, ciao mit V.